Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir küren jetzt in regelmäßigen Abständen den Held und den Endgegner. Deutschland. Das heißt, aus allen möglichen Richtungen, das ist egal, ob es jetzt Politik, Wirtschaft, Bildung, Gastronomie etc. da, die können von überall kommen. Genau. Jens macht den Helden des Monats. Ich mach diesmal den Helden und Rico macht den Endgegner und dann tauschen wir das nächste Mal. Genau. Mal gucken, wenn es gut ankommt, dann machen wir das öfter als immer im Monat. Fangen wir erstmal mit dem Endgegner an und dann mit dem Helden. Erst was Negatives, dann was Positives. Ja. Gut. Also die Auswahl, die fiel mir schon recht schwer. Was täglich machen die irgendeinen Blödsinn? Robert Habeck. Jeder müsste ihn kennen, der war vorher Vorsitzender der Grünen, Bundesvorsitzender mit Annalena Baerbock. Seit Dezember 21 letzten Jahres ist er Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Manche sagen auch Minister für Energie. Stellvertretender Kanzler. Stellvertretender Kanzler, genau. Und der hat sich jetzt natürlich was geleistet. Das ist der 22.3. gewesen, glaube ich. Jedenfalls wurde darüber berichtet, dass er in Katar war und hat natürlich um Gas gebeten, weil wir das Gas aus Russland nicht wollten, wegen den ganzen Sanktionen. Und interessant finde ich dabei, dass wir Russland, beziehungsweise das nicht nur wir, sondern die Politik kritisiert natürlich Russland wegen den Krieg und so weiter. Ich meine, Krieg ist immer scheiße, das ist keine Frage. Gehen dann natürlich nach Katar, die sowas von undemokratisch sind. Also im Prinzip alles, was Habeck vertreten will, macht er durch diesen Wirkling, den er gemacht hat, natürlich alles zunichte. Denn Katar ist weder menschenfreundlich noch sonst was. Katar ist eine Monarchie. Menschenverachtend, keine Frage, wenn ihr das mal gelesen habt oder auch mal gesehen habt, wie die da mit die Gastarbeiter, mit Arbeiter generell umgehen und dass sie auch die Scharia als im Prinzip Gesetz da haben, also das ist schon echt harter Tobak und die Quellenangaben liegen unter der Beschreibung. Genau, alles hier unter dem Video in der Beschreibung. Genau. Das ist eine unglaubliche Doppelmoral, was da abgeht. Und dann auch noch sich zu verneigen vor solchen Leuten, das geht natürlich gar nicht. Ja. Genau. Guckt euch das an, lest euch das durch, bildet euch eure Meinung. Ja. Und schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, auf wen wir dann eher so mal gucken sollen für den nächsten Monat. Genau. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Wie wieder heißt, wer ist die größte Deutschlands? Genau. Haut rein. Bis demnächst.